Ihr habt eben ein Modell, Jane. Haben ihr noch andere Modelle in Aussicht? Kommt da bald etwas? Habt ihr irgendetwas in der Pipeline? Also wir haben jetzt drei verschiedene Arten von dieser Chain. Also es sind drei verschiedene Hölzer, die wir dann in der ersten Serie anbieten. Wo auch anders tönen dann, oder so? Dort haben wir, also die Konstruktion ist genau gleich, aber wir haben verschiedene Tonabnehmer drin. Ah. Und das sind handgemachte Good Tone Tonabnehmer, sind auch aus der Schweiz, Schweizer Handarbeit. Oha. Und dort wollen wir einfach ein breiteres Feld abdecken, dass wir Jazz, Blues können abdecken können und dass auch ein Rocker, dass wir auch einen Klang haben, der mit einem Rocker passt. Mhm. Und dann haben wir auch nicht mehr das Risiko mit so Klumpreisen, quasi, dass wir nur eine Gitarre haben. Quasi. Genau, dass es einfach nur in eine Richtung geht. Mhm. Also ja, einfach möglichst viel abdecken. Das ist halt schon das Ziel. Okay, noch geschwind zum Schluss langsam. Wir haben bereits leider wieder eine halbe Stunde schon fast durch. Die Gitarre, ist die ganz aus Schweizer Materialien oder was ist das für Holz, wenn ich fragen darf? Das Holz selber kommt aus Deutschland. Mhm. Aber wird auch verarbeitet? Und das wird Holz, jetzt gerade das Holz wird in Deutschland verarbeitet. Mhm. Und der Aluminiumrahmen wird in der Schweiz verarbeitet. Und den Hals machen wir selber. Und also den machen wir komplett selber. Ja. Oha. Also da tun wir eigentlich die Komponenten vom Body einkaufen, weil das ist viel zu aufwendig da mit den Maschinen, die wir zutun müssen. Viel zu teuer. Da tun wir die Komponenten einkaufen, zusammenleimen. Wir machen den Hals selber, machen den dran und bauen nachher noch die Komponenten rein, die Hardware, Tonabnehmer. Es klingt saumässig kompliziert. Ich wäre wahrscheinlich heillos überfordert an deiner Stelle, aber darum bist ja du der Spezialist und nicht ich. Es klingt komplizierter, als du eigentlich ist. Ja. Wir haben einen schönen Chat-Kommentar jetzt gerne an Severin. Ich wünsche dir viel Erfolg in deiner Zukunft mit deiner Gitarre und dass deine Träume in Erfüllung gehen. Das ist doch eigentlich schon fast ein wunderbares Danke vielmals, Severin. Schlusswort. Ja. Also wirklich, wir sehen, der Chat ist wieder sehr gut gewesen. Ihr habt jetzt noch das Finale von dem Startup-Battle in Aussicht. Am 3. Juli ist das, ja. Ja. Habt ihr da irgendwelche Pläne, was ihr da noch machen bis dann? Oder habt ihr ein volles Programm bis dahin? Nein, ja, Programm ist eigentlich bei uns immer voll. Bei einem Startup ist immer viel zu tun. Wir werden sicher uns möglichst gut vorbereiten und ein bisschen etwas Spezielles machen für den Pitch. Oha. Für die Pitch. Ich weiß nicht, ob es mehrere sind, ja. Aber werden wir etwas Spezielles vorbereiten. Das klingt geheimnisvoll. Darfst du irgendetwas verraten, so einen kleinen Teaser geben? Ja, wir spielen Gitarre. Okay, ich sehe, du hast eine Zeit, wo ich schon mal. Danke vielmals, dass du da warst. Ich kann glaube ich auf eure Webseite verweisen, relishguitars.ch, hast du das richtig? Genau, relishguitars.ch. Wunderbar, wo man auch alle kann zuschauen, was es... Kann man nachschauen und gibt es einen Link auf Facebook, kann man uns liken. Sehen wir alle News. Perfekt. Twitter haben wir auch. Genau. Wir sind so richtig sozial. Sind wir überall ein bisschen dabei. Ja, genau. Richtig, würde ich sagen. Ihr könnt daheim auf startupfair.ch, könnt dort neue Stimmen vergeben. Und auf choice.ch findet ihr auch alle Informationen dazu. Pirmin, ich danke dir nochmal vielmals. Hat sehr viel Spass gemacht. Wunderschöne Gitarre. Und ich wünsche dir heute am 3. Juli. Mach's gut. Danke, gleichfalls. Ciao zusammen. Tschüss zusammen.